Würdest du dich trauen, gegen einen der bekanntesten Köche aus Deutschland in einer Challenge anzutreten? Die Frage hat mir Gustavo Gusto gestellt und ich habe sie mit Ja beantwortet. Ihr seht hier oben schon Werbung eingeblendet. Ich wurde von Gustavo Gusto zu einem Pizza-Battle eingeladen gegen Roland Trettel. Der First Dates, Fernseh, Sternekoch Roland Trettel. Und mein erster Gedanke war, wie in aller Welt soll das funktionieren? Kurz zum Hintergrund der Challenge. Wir gehen in einen eigens kreierten Laden, haben dort eine bestimmte Zeit, um uns zu packen, was uns in dem Moment gerade einfällt. Daraus kreieren wir dann eine Pizza, ebenfalls innerhalb von 10 Minuten. Dann backen wir die und am Ende kommt ein Juror, der entscheidet, welche Pizza besser ist. Roland Trettel greift auf jahrelange kulinarische Erfahrung und eine Ausbildung als Koch zurück und ich mache seit 1,5 Jahren Food-Videos. Es war so ein bisschen David gegen Goliath, aber gesagt, getan, ab in diesen Kühlraum voller Lebensmittel. Du merkst nur, die Zeit läuft, Showtime, ich gegen Roland Trettel, los geht's. Herzlich willkommen bei Battle den Trettel. Wow. Herzlich willkommen, lieber Max. Die Spannung steigt, es Max knistert ist in der Luft. Der junge Kerl behauptet, dass er die beste Pizza oder die bessere Pizza als ich hinkriege. So, Mozzarella brauche ich, schnappe ich mir. Salsiccia. Boah, Basilikum brauche ich tatsächlich den ganzen Busch. Nehme ich mir auch mal so mit. Ups, nicht in den Mozzarella rein. Parmesan, oh mein Gott, der sieht vielleicht noch ein bisschen mehr nach Parmesan aus. Ach, wird schon funktionieren, Käse ist Käse. Zwiebeln. Ich brauchte eigentlich gekochten Thunfisch. Oh mein Gott. Also, ich bin jetzt schon ins Schwitzen gekommen. Die Minute, die hat mich jetzt schon fertig gemacht. Das war gar nicht so leicht, oder? Also man steht da drin und plötzlich ist so viel da und du weißt gar nicht, was du nehmen sollst. Ich habe allerdings die Sachen bekommen, die ich wollte. Ich finde es aber schon sehr, und ich habe es auch bekommen, was ich wollte, weil ich auch nicht wusste, was ich wollte. Es sieht ja schon so sehr interessant aus. Du bist ja sehr neutral von den Farben. Ja. Ich bin doch sehr ins Mediterrane. Ich weiß nicht, wie ich jetzt Salsiccia und Oktopus kombiniere. Du musst ja alles verwenden, ne? Ja, klar. Ja, danke, dass du jetzt die Regeln noch vorgibst, ja. Es ist die Regel. Nein, aber meine Sachen sind gut zusammengekommen, ich bin erleichtert. Bist du Koch? Nein, bin ich nicht. Aber ich habe letztens einmal in die Sternengastro reingeschnuppert. Süß. Ja, also ich glaube, ich habe ein bisschen gearbeitet, sagen wir mal so. Ich koche ein bisschen, aber auch noch nicht so lange. Aber aus Leidenschaft. Aus Leidenschaft, absolut. Und weißt du was? Ganz ehrlich, das ist gar nicht ein Nachteil, weil ich habe schon viele Amateurköche kennengelernt, auch in verschiedenen Kochformaten, ja, die besser waren als der Koch, als der Profikoch, ja, weil der Profikoch dann wirklich schon so sein vorgefertigtes Schema hat, was das Kochen anbelangt. Und dann kommen Typen wie du und sagen so völlig frei aus der Hüfte raus. Aber ich werde es beobachten. Ja, ich werde auch bei dir beobachten. Ja. Es ist wirklich eine wahnsinnige Vielfalt. Salsiccia und Oktopus. Mhm. Wie kriegst du das unter einen Deckel? Ich möchte jetzt auch nicht mehr quatschen, weil ich weiß es auch nicht. Du, sag ich dir ehrlich? Ich muss jetzt wirklich machen. Ich muss auch machen. Wie lange? Bist bereit? Zeit? 10 Minuten? 10 Minuten haben wir Zeit. Legen wir los? In 5 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1, okay. Geh mal. Okay. Pinienkerne anrichten. Also du moderierst jetzt alles, oder? Ja, sicher doch. Okay. Da habe ich die ganze Zeit schon Angst gehabt, dass mir die vielleicht verbrennen. Ich brauche nicht allzu viele, aber die Pfanne hat schon gut Hitze. Und was machst du da drüben? Ja, ich bin mir jetzt auch noch nicht so sicher, ob ich jetzt was ich anbrate oder was ich... Du bist echt hart. Du überlegst es dir jetzt gerade, ne? Ja. Kann man so entspannt sein. Du hast die Leichtigkeit und ich habe die Erfahrung. Ja, aber wirklich. Ich glaube, wenn du mich hier schneiden sehen würdest, weil du nicht konzentriert bist, würdest du auch einen Kopf schütteln. Ich brauche ganz viel Basilikum. Was machst du? Mayo, oder? Keine Mayo, sondern ein Pesto werde ich machen. Die Leichtigkeit. Riecht jetzt schon gut, ein bisschen Druck aufzubauen. Oh, wow. Wie lange sind wir drin? Wir sind eine Minute sind wir schon drin. Alter Schwede. Okay, vielleicht doch nicht so schön abzupfen, sondern ein bisschen schnell machen. Oh, aber die Zeit vergeht trotzdem. Das bereite ich auch schon mal vor. Ich zupfe schon mal meinen Mozzarella. Du sprichst aber viel, hä? Ich liebe es zu sprechen. Du nicht so gerne? Nee, ich bin echt beim Kochen. Du kochst lieber, ja, ne? Weiß ich, deshalb bin ich ja Koch geworden, um dass ich nicht viel reden muss. Ja, ja, weil aber sonst wäre ich ja Fernsehen kam dann irgendwie noch dazu. Ne? Sonst wäre ich ja Kellner geworden. Jetzt muss ich meinen Käse reiben, der kein Parmesan ist, weil es ihn einfach nicht gab. Zeit 7 Minuten 30. Wie bist du in der Zeit? Ich kann es noch nicht sagen. Bist du aufgeregt, ne? Neben so einem Sterne-Küchenpraktikanten. Kann ich natürlich verstehen. Also ich bin gespannt, wie Oktopus und Salsiccia hinkommt. Ja, aber die Grundidee war, ich habe das gesehen und
Ich habe ja doch schon eine Zeit lang in Spanien gelebt und da gibt es ja diese Sobrasada auf Mallorca oder Chorizo, diese spanische Paprikawurst, mega, die ja dann auch wieder ganz gerne mit Meeresfrüchten kombiniert Käse. Wird. Darf ich mir deine Reibe ausleihen? Hast du die schon benutzt? Nein, alles. Also Battle ja, aber die Energie muss trotzdem eine gute bleiben. Ja, ach gut, da ist aber noch ein bisschen Knoblauch dran. Den habe ich gar nicht mit eingepackt, den kann ich jetzt perfekt in meinem Pesto haben. Habe ich ganz vergessen. 6 Minuten nur noch, es wird ernst. Ich darf dir jetzt keine Knoblauchzehe mehr wegnehmen, ne? Das wäre ein bisschen doof. Bist du so nett? Schau, ich klopfe sie da sogar an. Mama mia, ey, das ist ja ein Service hier. Jetzt brauche ich meinen Stabmixer. Der ist schon seine Pizza am Belegen da drüben, das ist ja unglaublich. Okay, aber du wirst ja die Pesto, gibt's am Ende dazu, oder? Ja, genau, mein Pesto gebe ich am Ende drauf, den Thunfisch gebe ich auch am Ende drauf. So habe ich es mir gemütlich gemacht. Ich will Platz machen für meine Pizza, die hole ich jetzt auch rüber. Pizza pura, wohlgemerkt, ne? Das ist ja das Schöne an der ganzen Sache. Jeder kann draufpacken, was er will. Ich habe eine Zitrone von dir genommen, ja. Das ist okay. Ja. Für dich alles. Ich nehme nur die Zeste. Du gibst mir die ganze Zeit Stichwörter. Ich wollte nämlich auch Zeste in mein Pesto machen. Weil das nächste Mal lege ich eine Wand hier rein. Ja, man darf sich nicht so schade sein, von den Profis zu lernen. Ist eine gute Einstellung, ja. Pizza ist für jetzt fertig belegt, aber ich habe noch 3 Minuten 30 für meine weiteren Vorbereitungen. Okay, Pesto darf gerne ein bisschen grüner sein. Machen wir noch ein bisschen Basilikum hinein. Du zupfst Mozzarella? Ich habe Mozzarella gezupft, hast du geschnitten? Das ist ein guter. Nee, Mozzarella muss gezupft werden. Ja, ja, auf jeden Fall. Junge, das wird eine gute Pizza bei mir, das kann ich dir sagen. Also sie sieht wunderbar aus. Ja. Also ich meine, am Ende des Tages male ich mir keine zu großen Chancen gegen dich aus. Ist ja was völlig Unterschiedliches, was wir hier gerade machen, oder? Es kommt ja schon ein bisschen auf den Juror auch drauf an, ja, ob er mutig ist. Ich meine, wenn der jetzt gleich Oktopus und Salsiccia sieht und sagt, Mag er nicht, ne? Mag er nicht? Ja. Nehme ich dann mal zurück. Ich mache noch ein Vinaigrette, weil ich mag immer dieses Gebackene. Ich habe richtig Sorge, irgendwas vergessen zu haben, sag ich dir ehrlich. Ich esse schon mal von der Arbeitsplätze hier und so, ne? Zitrone in Pesto, was sagst du dazu grundsätzlich? Lass mal probieren. Wenn sie gleich verwendest, super, ja. Wenn sie länger stehen lässt, schwierig, weil sie da braun wird. Ich mache auf jeden Fall, ich will noch eine stärkere Zitrone. Ich mache aber geschmacklich, super. Ich habe schon gewonnen. Ich bin heute schon zufrieden. Ronald Retter hat gesagt, mein Pesto ist gut. Tomaten. Okay. Stopp. Gut. Deine Pizza ist reich belegt, meine ist nackt. Ich glaube aber, die Magie bei mir passiert nach dem Ausbacken. Deshalb würde ich sagen, du hast es ziemlich ernst genommen mit dieser Pizza pura, oder? Ja. Du hast sie einfach pura gelassen. Ja, lasse pura, klar. Nee, sie kommen hoffentlich gut aus dem Ofen so. Rein mit den Teilen, oder? Rein mit den guten Stücken. Genau, aber gleichzeitig, oder? Ganz ehrlich, es ist eigentlich viel mehr meine Art als das. Weil ich bin ja eigentlich das Purist. Ich bin Purist. Ja. Zeige ich heute nicht so. Du hast heute halt die schweren Geschütze aufgefahren und ich bin gespannt, wie es schmecken wird. Also ich möchte sie unbedingt probieren, wirklich. Gehe ich runter, ja? Ja, du gehst runter, ich gehe hoch. Ich finde es aber schön, wir helfen uns noch. So soll Kochen sein. Battle ja, aber doch ein gemeinsames. Spaß gemacht. Haben wir gut gemacht und gleich eine Minute an der Zahl zum Finalisieren. Ich glaube, das wird eher mein Problem als dein sein. Cool. Räumst du ein bisschen auf hier? Ich räume für dich auf. Ne? Okay. Dankeschön. Cool. Danke, Herr Trettel. Ja. So, Pizza 10 Minuten gebacken. Mega, sieht immer noch richtig pura aus. Und schmeckt wahrscheinlich so auch schon sehr, sehr gut. Problem? Du kannst dich jetzt entspannen und ich muss jetzt richtig schwitzen. Wir haben nur noch eine Minute. Eine Minute. Ab jetzt auch noch, das ist nicht viel Zeit. So, jetzt das Wichtigste, der Thunfisch. Schau, was ich mache. Ich habe mir hier Knoblauchbutter gemacht. Oh, komm. Auf den Rand. Weil der Rand... An sowas denke ich gar der nicht. Der ist ja doch immer so ein bisschen... Alter Schwede, ey. Der wird mit deiner geilen Knoblauchbutter einfach noch mal besser. Jetzt schon. Es ging aber schnell. Ja, also... Jetzt hat sie sich doch etwas verändert. Bisschen Farbe hat meine Pizza bekommen. Deine Pizza sieht wunderschön aus. Deine schaut auch schön aus. Also der bestrichene Rand... Das ist der Glanz da, oder? Das glänzt richtig. Aber das bringt ja alles nichts, ja? Wenn wir uns hier loben, muss uns dann letztendlich der Juror... Hoffentlich tut das. Hoffentlich schmecken... Bestimmt schmecken beide, aber einer wird gewinnen. Juror, bitte einmal kommen. William, der Connoisseur. So, und wer von euch beiden Hobby-Pizzeros hat jetzt welche von diesen Pizzas verbraucht? Das ist deine Aufgabe, das herauszufinden. Also, du kannst ja einmal gucken, was würde zu wem passen. Also in erster Linie musst du herausfinden, welche die beste ist. Ganz genau. Oh, da ist ein Connoisseur, das sieht man direkt. Der Geruchstest. Interessant. Bemerkenswert. Aber ich muss sagen, es sieht ja schon alles sehr ansprechend aus.
Delicieux. Sehr, sehr gut. Und dieses Pesto, das vermählt sich da mit dem Käse und dieser Thunfisch, das ist also ganz exquisit. So, nehmen wir das hier so nicht. Aber jetzt ist die Frage, von wem ist welche Pizza? Das ist die Frage. Ja. Das ist jetzt gar nicht so leicht feststellen. Also ich würde sagen, diese Pizza wäre für mich der Gewinner. Okay, dann mache ich das. Du bist... Ich war's. Oha. Ich gratuliere. Dankeschön. Jetzt freue ich mich. Vielen lieben Dank. Erstmal, also ich bin mir sicher, sie ist unfassbar lecker. Und ich möchte sie unbedingt probieren. Probieren wir einfach gegenseitig. An die Rohrenpersonen, der Anurat. Gratuliere. Wirklich, Dankeschön. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Gratuliere. Dankeschön. Du vielen lieben Dank. Meine, ich probiere deine. Ja, wir probieren. Los geht's. Das Problem ist, der Rand wurde ja gar nicht gegessen. Mit dem Öl bestrichen hätte er wahrscheinlich die nötigen Extrapunkte gegeben. Die ist unfassbar gut. Ist sehr, sehr gut. Ich weiß aber, was gemeint war, der Tintenfisch entwickelt ein bisschen Biss im Ofen. Nein, es schmeckt so unglaublich gut. Ich mich es war wirklich, schwer. Es war eine schwere Entscheidung. Was für ein Video. Vielen lieben Dank an euch beide. Es hat großen Spaß gemacht. Ja, wir essen jetzt die beiden leckeren Pizzen auf und vielen lieben Dank. Magst auch du den Trettel betteln, dann zeig, was du drauf hast. Indem du eine Pizza Pura belegst, fotografierst, auf Instagram stellst und mit dem Hashtag Battle den Trettel deckst und im Idealfall bist du einer von denen, der Preise bis zu 20.000 Euro gewinnen kann. Ich drück die Daumen. Es ist jetzt schon eine Weile her, dass wir das Ganze gemacht haben und ich kann es immer noch nicht so richtig glauben, dass ich wirklich gewonnen habe. Keine Ahnung, irgendwie Glück gehabt, dass ich eine gelungene Kreation mir überlegt habe auf die Schnelle, aber nichtsdestotrotz, es war, glaube ich, keine leichte Entscheidung für unseren Juror und ich bin sehr froh, dass ich gewonnen habe. Ich sag's einfach so, wie es ist. Roland, ich hoffe, du bist mir nicht böse, dass ich gewonnen habe. Du bist natürlich herzlich willkommen auf meinem Kanal für eine Folge Ein Tag persönlicher Koch oder sonst was. Danke, dass du das so sportlich genommen hast. Danke an Gustavo Gusto, dass sie das Video unterstützt haben und überhaupt erstmal möglich gemacht haben. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Check die Beschreibung für alle Infos. Bis dahin und ciao.